So. So, 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 hier rein. Jetzt darf ich hier rein, genau. Du bist der Totengräber? Bist du hierher gekommen, um Tschüss zu deinen Pokémon zu sagen? Nee. Ich vermisse mein Ratsch-Bratsch. Wer bist denn du? Es wird schon okay sein, Joey. Warum glänzt das? Ein versteckter Raum. Natürlich, ist natürlich cool versteckt. Ich gehe mal kurz hier hoch. Weil hier muss ich die Geistertrainer besiegen, ne? Guck, guck. Die Geister haben mir erzählt, dass du hierher kommen wirst. Oh, Psycho-Pokémon. Nicht Geister-Pokémon, Psycho-Pokémon? Ihr, das gegen Gift ist psycho-effektiv, ne? Das ist ein Tutor rein, würde ich sagen. Aber mal abgesehen von deiner Schlafstörung hast du denn trotz sonst eine gute Nacht gehabt. Hier, ohne Lichtattacken sind super effektiv gegen Psycho. Genau, sehr schön. Nee. Kannst du nicht bloß Teleport? Ha, ich bin nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Level 37, jawohl. Da will wohl jemand Psycho, Geist-Pokémon fahren. Nebulak, okay, das hab ich schon gesehen. Da ist noch ein Nebulak. Level 21. Kann ich mit Käferattacken treffen? Ja, kann ich. Problem ist, dass mir nicht ganz klar ist, das trifft nicht und das wird's töten. Superball? Reicht das schon? Oder springt mir das da raus? Nebulak hätte ich nämlich gern. Sehr schön. Nebulak gefangen. Zack, 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 zack. Wer bist denn du? Du bist auch noch ein Trainer, oder? Die Geister in diesem Turm sind stark. Okay, du bist kein Trainer. Du bist ein Trainer, oder? Oder auch nicht. Ich bewache dieses Item für dich. Die Geister haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Okay. Gegengift. Ging so. Bin es teilweise gewohnt, nicht zu viel schlagen. Der geisterhafte Bewacher ist jetzt verschwunden. Da das reservierte Item genommen wurde. Okay. Hier gibt's Ratzfratz. Okay. Hier, Venuschock. Wieso bist du gewohnt, nicht so viel zu schlafen? Du meinst wegen auf Montage und so, weil da viel zu arbeiten ist? Oder weil du immer Nachbarn hast, die immer laut machen? Beep, 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 beep. Aha! Hat er einfach nur geschrien. Wollt mir damit angreifen, weil das ist ja auch Gift, sonst wäre Quatsch. Ja, tot. Arbok. Halb tot. Und dann kommt ein Biss. Biss ist zum Glück nicht so schlimm, wenn ich vorher dran bin. 7000 XP. Dankeschön. Die Geister haben von deinem Ankunft, haben deine Ankunft vorhergesagt. So, was sind wir denn jetzt hier? Theoretisch will ich hier rumgehen. Hier oben, gibt's hier oben nicht noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ich rede trotzdem mit der Dame. Oder kämpfe einfach nur mit ihr. Ich konnte dich bereits eine Stadt weiter wahrnehmen. Ich glaube nicht, dass du hier mehr vorbeischleichen kannst. Buah. Ich muss generell früh aufstehen, aber du gehst dann erst um 11 ins Bett. Das ist anstrengend. Um es mal nett zu formulieren. Da wäre ich irgendwann ziemlich platt und müsste dann mal Mittagsschläfchen machen. Hör auf mit deiner Schlammbombe. Hier, stirb.
Poison Jab. Dieses Ziel wird mit einem Tentakel oder Arm angegriffen, das mit Gift bedeckt ist. Das vergiftet eventuell auch das Pokémon. Haben wir halt keine Käferattacken mehr. Ich glaube, gibt es Käfer. Sind die Attacken von Käfern auf irgendwas besonders effektiv? Es ist also wahr. Gibt es irgendwo, wo. Hätte Käferattacken gebraucht? Hier, Poison Jab. Platsch. Mir kann ich nichts machen. Kann ich hier hinten irgendwas machen? Da? Nee. Also nur was zum Trainieren. Weberwack. Reicht das schon, um mich zu töten? Ja. Der schon wieder kostenlose Erfahrungspunkte. Und Geld. Sogar gar nicht so wenig Geld mit über 100 Poké-Dollar. So. What? Irgendwas Schattending hat es vorher gemacht. Schweinerei. Ich kann nicht lesen können. Mein Augenlicht ist nicht so schlecht. Du musst hier runtergekommen sein, um mit mir zu kämpfen. Bei der Hitze, ja klar, da haben viele Leute Probleme, früh schlafen zu gehen. Bei mir geht's eigentlich, weil da ich im Erdgeschoss wohne und noch einen Keller unten drunter habe, ist die Wohnung eigentlich zumindest nicht mega heiß. Also, keine Ahnung, 25, 26 Grad ist so Maximaltemperatur hier in der Wohnung. Und das ist dann natürlich voll okay. Ich vermute mal, bei dir ist es unter Umständen ein bisschen... Aua. Bisschen heißer? Weiß nicht. Oh, verdammt! Ja gut. Das war jetzt meine eigene Dummheit. Und ich weiß nicht, ob Psycho einsetzen eine gute Idee war. Ja, Kraftreserve. Ja, funktioniert sehr gut. Hey, danke fürs Vorbeikommen. So, jetzt muss ich wieder heilen gehen. Verdammt. Ein wildes Nebula! Den Donnerblitz! Müsste ich auf jeden Fall töten eigentlich. Ja. So, Level 37 ist mein Minimum-Level. Die Dame hier noch mit. Ein wildes Nebula! So. Machen wir hier mal. Dunkelheit-Attacke, womit es genau stirbt, genau. Direkt 2600 Erfahrungspunkte. Das ist super geil. So, kann ich dich irgendwie hier rauslocken, dass ich. Nee, ich muss unten rumlaufen, du kommst nicht drum rum. Okay. Ich sehe, du hast den einfachen Pfad gefunden. Aber du hast nicht den einfachsten Herausforderer gefunden. Ja, weiß nicht. Bis jetzt hat Bieber das eigentlich ganz gut gehandelt. Hier der Tiefschlag. Schweinerei. Dafür bist du tot. Haha! Auch Apollo hat es auch noch dabei. Hier noch direkt. Okay, ich muss danach mal austauschen. Critical Hit, super effective. Level 36! Wir tauschen mal. Tiefschlag. Daneben. Hier. Psychoangriff. Psychokinese? Nein. Keine Ahnung, was das ist. 2400 Poké-Dollar. Dankeschön. Du bist besser als ich dachte. So. Hier, Zitrusbeere. Schluck. Du Stück. Wenn ich nicht ständig zurücklaufen muss. Dieses Spinnrock. Und tschüss, 4000 XP. Nur eine Attacke ausgeben.
Jetzt habe ich hier Geister, okay. Geist von Ariel. Hast du meinen Ehemann gesehen? Kann ich dir gleich zeigen. Und du hast... Pikachu! Deine Aufgabe. Du bist dran, Pikachu. Und hätte es jetzt nämlich wehgetan. Donnerblitz! Wie können Geister eigentlich Pokémon trainieren? Nur mal so als Frage. Oh, machen wir direkt nochmal Donnerblitz! Wieder ein Tiefschlag. Der hat keine Animation, der zieht ja einfach nur Leben ab. Frechheit. 4000 XP für Pikachu. Pika, Pika. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich hier bin. Mach ich. Ratzfratz! Ja, dann muss ich damit doch auch wieder direkt sterben, weil es ein Ratzfratz ist. Genau. Dankeschön für die kostenlose Erfahrungspunkte und Geld. Es ist halt immer das gleiche. Kostenlose Erfahrungspunkte. So, hier, du bist doch bestimmt der Mann, oder? Meine Frau hat mit dir gekämpft, das kann nicht sein. Aber hat sie. Steh da drüben, geh doch hin. Typ. Oh. Hier ist eine Nurse, die in einem Beschwörungsding steht, da will ich eigentlich nicht hingehen. Das... Nein, ich weiß nicht, das sieht mir ein bisschen merkwürdig aus. Moment, ich habe noch eine Lampe vergessen. Da muss ich später nicht mehr anmachen, die Lampe. So. So, du kennst mit mir, logisch. Hier kann ich aber den Date heilen, dann nicht Verzögerung. Du wirst diesen Kampf gewinnen, ich kann es vorhersehen. Okay. Das kann durchaus sein, wenn du mit Level 20 Pokémon ankommst. Hier, Tiefschlag. Und direkt tot. Sehr schön. 4000 XP und... Diesmal bin ich zwar zuerst dran, er ist wieder super effektiv, wieder tot, 6000 XP und 300 Pokédollar. Du hast gewonnen. Du wirst eines Tages der Champion sein. Das wäre cool, aber jetzt lassen wir uns erstmal hier auf irgendwelche komische Art und Weise nicht Pokémon heilen. Hallo, willkommen zum Pokémon Tower zum Pokémon Turm Markierung? Marking? Möchtest du eine Pokémon heilen? Ja. Okay, lass mich mal drauf schauen. Hier, pass bloß hier auf. So, und ich will jetzt eigentlich nicht wissen, auf welche Art und Weise es jetzt die Pokémon geheilt hat. So, noch ein Geist. Ist deine Pokémon an der Markierung geheilt? Stimmt's? Hätte ich es nicht getan, hätte ich irgendwas Besonderes bekommen? Ah, hier wieder der Sucker Punch. Der Tiefschlag. Ja, gib mir nochmal noch einen Apollo. Hier, Tiefschlag, den halt nur abzieht. Fertig. Super effektiv. Wieder 5000 XP, Level 37. Dankeschön. Du solltest vielleicht nochmal heilen, bevor du weitergehst. Nein, Challenge accepted. Accepted. Pain Split, okay. Hier ist wieder ein Geist, der mit mir kämpft. Hier ist Professor Eich. Warum ist hier Professor Eich? Hier sind starke Geister auf der Ebene. Auf der Etage. Oh. Psycho. Ich habe ihn voll gegen Psycho eingesetzt. Hatte ich irgendwas, was gut gegen Psycho war? Psystrahl. Wir benutzen mal unseren Wasserschweif. Hey, aua. Toll. Moment. Hat das nicht eine 100% Chance? Ah, 90. Wasserschweif, triff ihn und bist du tot. Geh doch. Wahrscheinlich wieder tauschen, das ist ein bisschen das Problem daran. Ja, hier Vulpix, du darfst noch mal eine Runde.
Ja, Feuerbombe. Die Animation davon sieht ziemlich nice aus. Und ein Flammenwerfer hinterher. Tschüss. Du bist gut. Hier gibt es echt starke Geister auf der Etage. So, was ist ein Pain Split? Muss ich jetzt wieder nachgucken, was Pain Split ist? Die Kraftpunkte des Anwenders und des Ziels werden addiert und anschließend geteilt. Die KP beider Teilnehmer werden dann auf diesen ausgerechneten Wert gesetzt. Ist der neue Wert höher als die Maximal-KP, wird die Maximal-KP wiederhergestellt. Aha. Oho. Noch eine Geisterdame hier. Es scheint, dass sie nicht auf die siebte Etage gehen kann. Ghost Team. Hier, Dunkelheitsangriff. Oder Unlichtangriff. Critical Hit, super effektiv. Sehr schön. Vielleicht kannst du weitergehen. So, was macht Professor Eich jetzt hier, ja? Allein! Es muss merkwürdig sein, mich außerhalb des Labors zu sehen. Ich hab's für heute geschlossen und bin hierher gekommen, um mein geliebtes Dragoman zu sehen. Okay, sonst machst du mir nichts. Sonst bist du einfach nur da und irritierst mich. Okay. Okay. Dann ist das halt so. Shadow Shriek? Ich weiß noch nicht, was Shadow Shriek ist. Das macht aber fast keinen Schaden, glaube ich. Okay.